Stein. Guten Tag. R-E-W-I-N-F-I-D-O. Wieso bin ich auf dem Meckes Parkplatz aufgewacht? Ach, Papa gestern wieder zu viel gesoffen und Drogen genommen und hoffentlich hatte ich nicht irgendwie Sex mit fremden Leuten. Das passiert mir immer wieder, wenn ich getrunken habe. Naja, erstmal nach Hause gucken, was die Kleinen machen. Hoffentlich haben die nachts keine Scheiße gebaut oder das Haus angezündet oder verwüstet. Ich mache mir zu viele Sorgen. Seitdem Lukas im Ferienlager ist, sollte das kein Problem sein. Erzähl den Kindern einfach, du warst arbeiten und hast nicht nachts im Park an fremden Schniedeln rumgespielt. Das machen Papas manchmal. Das ist überhaupt nichts, wo man sich für schämen sollte. Gut. Kinder? Hallo? Wieso? Hä? Wieso ist hier ein Lagerfeuer? Erstmal ausmachen, die Scheiße. Hallo? Hä? Kinder? Kinder? Hallo? Hallo, Kinder? Stein, steh auf! Stein! Was ist denn mit dir passiert über Nacht? Fisch. Ach so, okay. Marc? Stehst du bitte... Marc, komm aus dem Feuer raus, du Idiot! Warum hast du... Du kannst ja nicht Feuer im offenen Haus anmachen, du Trottel! Papa, Karl hat mir das letztes Mal beigebracht. Ja, Karl ist wieder weg. Gelernt. Übrigens, Kinder, es gibt hier noch eine Nachricht von Lukas, eine kleine Sprachmemo. Ich spiele die einfach mal ab. Okay, die Kamera läuft. Papa, wo hast du mich hier reingesteckt? Papa, ich werde hier nur geschlagen und misshandelt und ich brauche deine Hilfe, Papa! Halt die Presse, komm weg von der Kamera! Ja, das reicht dann auch. Ihr habt's gehört. Also, Lukas geht's im Ferienlager wirklich blenden, Kinder. Ja! Lukas wird hoffentlich stirbt Lukas im Ferienlager. Was machen wir jetzt eigentlich ohne Lukas? Wir gehen heute in die Mall. Wir fahren heute dahin und gehen ein paar neue Klamotten kaufen, weil das Lustige ist, ja, Marc, es reicht jetzt. Hier wird kein Feuer mehr drin gemacht. Ist das klar? Was ist das für eine Kiste? Wo hast du die Kiste, Herr Stein? Internet. Mit meinem Geld. Du meinst mit meinem Geld, was der Staat mir gegeben hat? Dummer Wichser, Alter. Ich will erstmal runter. Die Turtle Dove in Triple Black. Ja, ja, ich habe mir da ein neues Video von Miguel Pablo angeguckt. Da gibt's schon die neuen Schuhe zu sehen. Das ist super klasse. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wann Karl und Lukas Stein? Hör auf, unsere Möbel abzubauen, die ständig gegen irgendwelche sexuellen Dienstleistungen im Internet ein. Stein! Stein? Das Fenster bezahlst du. Kinder, ich muss auf jeden Fall nächste Woche zum Arzt. Ich glaube, ich habe Genitalherpes, weil ich irgendwie nachts. Am Parkplatz vom ich meine, ich war arbeiten und das passiert. Ich mache uns ganz kurz zu Frühstück und dann würde ich sagen, fahren wir schon los in die Mall. Ich sollte auch nicht mehr allzu viel Restalkohol haben, Kinder. Und dann würde ich sagen, hier gibt es für alle einen Kürbiskuchen. Stein, jetzt hör auf mit den Möbeln! Ich muss spenden! Nein, es gibt nicht zu spenden. Stein, es reicht! Ja! Stein! Hör auf! Was Papa, es klingelt! Stein, bitte hör auf damit! Papa! Opa ist da! Hallo Opa! Hallo Papa! Hallo! Hallo! Wer ist das denn? Das ist Clemens, verschwundener Sohn aus Guantanamo Bay. Ja. Clemens, ich dachte, du würdest nicht aus Guantanamo wiederkommen. Ich dachte, du hättest lebenslänglich bekommen damals. Ich bin, die haben mich ja rausgelassen. Clemens, okay. Papa Stein, Clemens, hör auf mit diesen verdammten Möbeln! Stein, du gehst nicht auf den Sack! Clemens, du bist 4, wie kann der ins Gefängnis kommen? Du hast gerade einfach erschossen, Alter, was hast du für ein Problem? Clemens, wenn du dich jetzt benimmst, schieße ich dir auch in den Kopf, okay? Wir sind ja nicht mehr. Hä? Was soll das bedeuten? Stress bei mir anfangen, oder was? Oh Gott, wo hat er die Waffe her, der kleine Alter? Papa? Guantanamo, was denkst du, hä? Ich hab ein Stück Fleisch. Was denkst du, dass du mich einfach anmachst hier, du kleiner Neustadtlappen? Ich hab eine Klingel! Clemens. Aber nicht so frech zu mir. Clemens, hör mir bitte. Clemens. 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 Willst du Stress? Clemens. Willst du Stress, Digga? Clemens. Clemens. Aua, Clemens. Wir sind hier nicht mehr im Luschengefängnis Guantanamo. Wir sind jetzt hier bei mir und der wird anständig benommen, ist das klar? Auf mich. Clemens! Papa, weißt du denn, ob wir für Clemens auch weitere Sozialleistungen einstreichen? Ich hoffe das. Ja gut, dann würde ich sagen, Clemens, dann haben wir jetzt das Doppelte. Möge dir der Herr vergeben. Ich meine, du Hurensohn, verpiss dich. Kinder, ich würde sagen, wir fahren dann los in die Shopping Mall. Da Lukas heute nicht da ist, könnt ihr auch alle mit dem Auto mitfahren. Beziehungsweise eigentlich fahren wir sonst auch mal alle mit dem Auto. Clemens, jetzt beruhig dich mal, okay? Ohne Mann! So, wo ist Stein? Warte. Marc, Opa, kommst du nach vorne? Papa, kommst du nach vorne? Aber Opa hat einen dicken Pickel am Arsch. Ja, das ist gar kein Problem. Komm, setz dich nach vorne, Opa. Komm. Einen Mucks. So. Einen Mucks. Clemens, benimm dich jetzt mal. Ach ja, jetzt ist es schön, wie unsere Stadt wächst und gedeiht. Ist das nicht schön, Kinder, wenn wir immer noch die einzigen Einwohner hier sind? Das ist echt traurig. Hier ist das Shopping Center schon. Schaut mal hier links. Wow, das ist aber riesig, Alter. Mal gucken, ob wir hier auch ins Parkhaus reinkommen.
Das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber Papa schafft das schon. Ach so. Oh Gott, Papa hat ein bisschen getrunken. Oh Gott, Papa hat viel zu viel getrunken. Du Heilige. Wir fahren einfach so. Papa steigt jetzt hier aus. Gut, Kinder, einfach aussteigen, ne? Das ist nicht super geparkt. Mein Alkoholproblem, das. Wir müssen, glaube ich, vorne reingehen, sonst müssen wir nämlich hier oben die Parkgebühren bezahlen. Das will ich nicht. Weil wir halt Sozialschmarotzer sind. So du bist ja fast so kriminell. Stein, du kriegst heute neue Schuhe von mir. Du kriegst neue Yeezy Boost 2000. Was hältst du davon? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, welches Gefühl ist. So, Marc, du hältst deine Fresse. Wenn ich mich nur einmal unterbrichst, spring ich dich in die Luft, du Bastard. Wenn du mich noch einmal psychoanalysierst, dann schieße ich dir die Birne weg, du Kleiner. Clemens. Nicht schon wieder. Schau dir mal hier die Lowrider auf dem Parkplatz an. Guck mal hier. Damn, it feels good to be a gangster. Oder guck mal den hier. Alter, schau dir das mal an, die geilen Karren hier. Clemens, wo bist du? Ich bin zu Fuß zur Mall gelaufen, weil ich wieder zu Hause aufgewacht bin. Ach so, das ist natürlich ein Zufall. So, Kinder, Opa, Papa, lass mich mal vorgehen, bitte. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nach wie vor nicht, was uns hier... hallo? Papa, hallo? Ist das nicht der Typ von dem Badeding und von dem Stripclub und von überall, wo wir hingehen? Haben Sie... Warte, ja, ja. Entschuldigung. Warum? Schüchtern, weil Sie sind die ersten Besucher seit 20 Jahren. Aber die Mall hat doch gerade erst aufgemacht. Gut, Kinder, ich würde sagen, wir schauen uns da mal um. Habt ihr Hunger, Kinder? Oder ich würde sagen, wir gehen direkt hoch zum Yeezy Store, weil wir wollen natürlich neue Schuhe kaufen. Hoffentlich ist es wenigstens ein Verkäufer oder sowas. Warte, ich muss kurz, kurz popeln. Was denn? Hast du gepumpt? Sehr gut. Kinder, lass uns hochgehen, wie gesagt. Stein, hör auf, gegen die Elektrosäule zu laufen, die irgendein Geisteskranker hier im Einkaufszentrum verbaut hat. Wieso? Marc, hör auf damit. Clemens, beruhig dich und du auch. Sehr gut. Hallo? Entschuldigung. Hallo? Krieg ich von den Stromstößen. Sie arbeiten auch hier? Willkommen im coolsten Geschäft der Welt. Haben Sie Muttermilch? Halt's mal. Hier, ja. Stress, hast du gerade Stress angefangen, oder was? Wir haben die neuesten Yeezys. Kommen Sie mal mit. In welchem Schuhladen gibt's denn bitte Steak? Ah, hier! Die Yeezy Season 2 Surprise Mesh und die Georgs VX... Nein! Hey! Miguel, beruhig dich jetzt mal, okay? Okay. Miguel, Pixelwolf, kommt mal beide runter. Es gibt für jeden genug Schuhe hier, ja? Okay. So. Für Sie gibt es dieses Ganze sogar zum Sonderpreis. Ja, wir sind ja auch Sozialempfänger, wir brauchen das zum Sonderpreis. Was denn, Lutsch? Du hast einen Hocker. Kann ich da mal lutschen? Das ist jetzt lustig. Ich sag's so, ja, wir brauchen das auch zum Sonderpreis, ein Sozialempfänger. Und dann nur dieses Gesicht von Mo, wie mich so anguckt. Mit diesem offenen Mund, oh so. Ja, können wir da mal gucken? Haben Sie denn hier irgendwo? Oh ja. Mein Gott! Kümmer, ich hab Kopfschmerzen. Entschuldigung. Was ist gerade passiert? Keine Ahnung. Ich hab Holz. Ja, gut, Kinder, ich würde sagen, jeder sucht sich ein paar Schuhe aus. Stein, hör auf, wir haben es kaputt zu machen! Opa, kümmerst du dich mal bitte um den Kleinen? Aua, aua! So, ja, ich hätte gern, wie gesagt, einmal hier vorne die Yeezy Season Sunrise Mesh. Ja. Und einmal noch ein paar Georgs-Schuhe für meine restlichen Kinder. Und einmal noch diese Sandalen mit den Nägeln drin für Lukas. Gut, dann riechen Sie einfach mal an meinem A-Loch und dann geht das einfach aus. Nein, wir gucken nicht an, darf ich mich mitnehmen? Nein, Stein, das kostet Geld. Darf ich das hier mitnehmen? Hey, Clemens, jetzt beruhig dich! Ich würde lieber einfach bezahlen, anstatt in ihrem Arschloch zu riechen, wenn es geht. Papa, ich hab schon bezahlt, also mit dem Arschloch. Kinder, jetzt beruhig dich mal bitte, okay? Papa, Stein, hör auf damit! Stein, hör auf damit! Zahlen, wenn es geht, ja? Hier. Papa, wo sind denn meine Yeezys? Kinder, jetzt beruhig dich mal bitte! Wo sind meine Yeezys? Kinder, oh Gott, Kinder, jetzt lass mich mal bitte! Kinder! Hört jetzt mal auf, Kinder, es reicht mir! Clemens! Verpiss dich! Es reicht jetzt, okay, Kinder? Oh, ich bin gestorben am Elektrozaun. Wie viel Euro wären das denn jetzt? Wie gesagt, ich würde dann mit Checkbook bezahlen, wenn es geht. Ganz kurz, wie gesagt, es tut mir... Papa, jetzt beruhig... Kinder, jetzt beruhig dich mal. Marc, du kriegst ja Georg-Schuhe. Wo ist überhaupt Stein? Jetzt hör doch mal auf, Marc. Marc, es reicht.
Mark, bitte, das, Mark, bitte, das sind teure Schuhe, das sind keine normalen Jeezys, das sind limitierte Jeezys. Jetzt bin ich mal. Mark, jetzt hör mal bitte auf in die Fenster. Felix, Clemens, ich meine, wo ist auf der Mitte? Kinder, es reicht mir jetzt! Es ist mir scheißegal, wie diese Jeezys kosten! Nein, ihr blöden Wichser! Ich lage sie alle in die Luft! Fick das Shopping Center! Fick den Jeezy-Kanal! Fick diesen Laden! Clemens, du bist der größte Wichser, ich hab dich kein bisschen vermisst! So, Papa, jetzt gehst du auch mit drauf! Ich hasse euch alle! Scheiß auf Sozialamt, scheiß auf alles! Stein? Guten Tag. Das war's von dieser tollen Folge Who's Your Minecraft Daddy. Bei 50.000 Daumen hoch mache ich ein Sneaker Pack Opening von Georgs Schuhen. Tschüss. Oh nein. No.